Ja, das ist es nun, das neue Künstlerzimmer. Hier kann sich der Künstler vor, nach dem Konzert und während dem Konzert ausruhen. Großes, breites Bett ist zur Verfügung und ein Kleiderschrank ist da. Wir haben dann auch ein sehr, sehr gutes Klavier von der Firma Kawai. Mit hervorragender Mechanik und super Klang. Ja, und ganz große Künstler waren schon hier, haben mit Freude musiziert und das wollen wir auch nach der Pandemie weiter fortsetzen. Außerdem ist dieses Zimmer zu benutzen für Studenten, die Intensivtraining haben wollen. Sie ersparen sich ein Hotel, sie ersparen sich eine Klaviermiete, können hier wohnen und können Tag und Nacht üben, 24 Stunden am Tag üben, falls es notwendig ist. Und das ist eine einmalige Gelegenheit, dass man beispielsweise ein 14-tägiges oder einwöchiges Intensivstudium macht, wenn man auch einen Wettbewerb fahren will oder eine Prüfung vor sich hat oder dergleichen. Ja, das ist eigentlich jetzt mal alles als zur Information, was es Neues gibt in der ersten Wiener Klavierschule. Und leider wird dann auch der Konzertsaal ausgedünnt werden, sodass man fast nur jeden dritten Platz besetzen kann. Dadurch werden nur sehr wenige Zuschauer erwartet. Aber das ist ein anderes Kapitel. Und möglicherweise ist das auch nur temporär und dann werden Maßnahmen es wieder ermöglichen, dass man ohne Mundschutz in einem geschlossenen Raum zu 60 Leuten wieder Platz finden wird. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video, und seid herzlich willkommen in der ersten Wiener Klavierschule.